Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Teil 10. Wir haben uns hier in einer Höhle mit einem Drachen anlegen wollen. Das war gar nicht gut. Das werden wir nicht nochmal jetzt versuchen. Und wir erkunden die Karte weiter. Hier scheinen wir alles zu haben. Da hat der Obelisk aufgeschrieben. Hier unten war irgendwo so ein Schreinteil, das sollte ich mir mal angucken. Ah, die Heldenfelder habe ich abgeklappert. Ja, ich würde sie natürlich gerne sehen, alles. Das ist dann wieder so ein Aufklärungstrieb von mir. Müssen wir gerade mal schauen. Hier gab es ja was. Falsche Richtung. Und da müssen wir jetzt was hinschreiben. Hier müssen wir nämlich am... Na, was habe ich mir aufgeschrieben das letzte Mal? Alrastag. Schrein. So. Und direkt nochmal drauf. Daneben gesetzt, ne? Ja, das ist schlecht. Löschen. Dahin. Schreien. Am Alrastag wiederkommen. Werden wir tun, falls wir mal wissen, was für Tage hintereinander kommen. Vielleicht sollte ich die mir auch mal ein bisschen aufschreiben. Wir haben jetzt irgendwie Ashtar. Das könnte aber auch der Monat sein. Oder ist das der Tag? Ashtar. Tag der Sonnenblüte. 15. Tag der Sonnenblüte. Sonnenblüte ist ja wahrscheinlich der Monat. Dann sollten wir hier eine zweite Reihe machen für die Monate. Sonnenblüte. Das sind nämlich Sachen, die ich einfach nicht weiß. Okay, das haben wir. Da ist einer der Obelisken, wo wir irgendwo einen Schatz später kriegen können. Würde ich sagen, klappern wir hier noch die Gegend ab. Das so, sonst verpassen wir hier noch irgendwo was. Das haben wir alles. Ja, ich habe keine Ahnung, warum ich so einen Trieb darin habe, das alles zu sehen. Aber vergeht halt ein Tag dabei. Da können wir nicht drauf, da ist ein Stein. So, über die Brücke drüber. Dasselbe Spielchen nochmal hier. Ich weiß nicht, ob ich so entdecke, was da... Ob da irgendwo Geheimnisse oder so sind. Okay, Stein, da kommen wir nicht hin. Doch, kommen wir. Bei dem fahrenden Händler. Da wollen wir jetzt ein paar Sachen kaufen. Nämlich, wir haben etwas Geld reinbekommen. Händler, Händler, Händler. Ah, Händler. Sehr schön. Du hattest, habe ich gesehen, so richtig schöne... Ein Mana-Trank. Den wollen wir haben. Kaufen wir. Der regeneriert sich leider nicht, aber... Ja, wir kaufen auch deine Heiltränke alle. Die sind nämlich echt wichtig. Ohne Tränke kann ich das in dem Spiel hier wohl vergessen. Auf jeden Fall am Anfang. Und wir verkaufen etwas. So. Wer braucht richtig viel Mana? Er braucht richtig viel Mana. Und deswegen nimmt er diesen Trank. Er ist bei 114, jetzt ist er bei 119. Hervorragend. Ich könnte natürlich die Gegend hier abklappern komplett. Das mache ich aber, glaube ich, mal alleine. Interessanter für euch wäre, wenn wir mal hier was hochgehen und im Norden schauen, was da noch so ist. Gehen wir mal hier hoch. I need something to hit. Ah, der da hinten. Der ist aufmerksam geworden. Oder ist hier noch einer? Nein, da sind noch ein paar, die aufmerksam geworden sind. Ja, folgt mir mal. Aha,
Fernkampf! Ja, wir tun mal den Schutz runter machen von euch. Und Fernkampf. Okay, wir treffen im Nahkampf jetzt schon. Dann. Ah, abgewehrt. Mistkerl. Ah, nimm das. Okay, einer übrig. Also Mana ist echt stark. Nein, er sollte den nehmen. Na gut, egal. Die Nacht bricht frei. Haben wir einen anderen Tag? Nein, Ashata. Immer noch der 15. Tag. Komisch, ganz langer 15. Tag. Vielleicht ist es auch noch nicht im Spiel drin. Eintreten. Wo sind wir denn hier? Was ist das? Imperialer Wächter. Aha. Ja, da gehen wir noch nicht hin, würde ich sagen. Schauen wir uns hier weiter um. Geheimnisvolles Wäldchen. Was ist das da hinten? Das sieht interessant aus. Ah, da ist ein Regenerierungsbrunnen. Wichtig sowas. Ist hier irgendwas? Können wir auch nicht lang. Nein, schade. Was ist das? Ist das ein Teleporter? Quick Save. Ohne Yalats Segen kommt ihr hier nicht weiter. Aha, wir brauchen Yalats Segen. Vielleicht sollten wir mal Geheimnisse entdecken aufmachen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo Geheimgänge auch draußen. Ja, ich weiß. Müssten wir jetzt eigentlich. Aber ich will gerne noch einen Kampf machen, weil ihr alle noch ein bisschen Energie habt. Wer bist du? Halt, wer bist du? Imperialer Wächter. Es gab einen Banditenangriff. Wir sind immer noch mit Aufräumen beschäftigt. Die Straße nach Seehafen ist einstweilen geschlossen. Okay, wir können hier erstmal nicht lang. Da hinten Feinde. Ich sehe es genau. Wonderful! Zerlegen wir sie im Fernkampf. Okay, ich würde sagen, du gehst auf den da. Du gehst auch auf den. Genau, Stay Down, Stufenanstieg, direkt auswählen. So, was brauchst du? Mehr Schaden machen? Oder mehr Zauber haben? Ich würde sagen, mehr Schaden da machen. Du triffst schon mal sehr gut. Fernkampfschaden wird um 40 gesteigert. Ich fände es gut, wenn du das auf 50 hättest. Das ist echt total unwichtig, das hätte ich gar nicht hochmachen sollen. Das war dumm. Dumm, 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 dumm. Ich dachte, damit würde auch gleichzeitig der Fernkampfschaden hochgehen. Also machst du natürlich das hier hoch. Ja, habe ich ihn schon ein bisschen verskillt. Schade. Mist. So, Bogen und Dolch. Dolch müssen wir zum Experten machen. Habe ich vergessen. Müssen wir in der Stadt machen. Ausweichen erhöhen. Ausweichen ist gut. Erdmagie wäre auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Mystik. Das ist auch nicht schlecht. Mehr Mana haben. Sagen wir, gehen mal auf Ausweichen hier. Ich muss ein bisschen mehr aushalten, meine Truppe. Ja, da hinten sehen wir einen Gegner. Jeder erfolgreiche Versuch, okay, tun Mana entziehen, ist weh.
wird wohl nicht ganz an mich rankommen. Ja, wir haben sogar noch Mana übrig. Ah, da ist noch einer. Ach, habe ich nicht aufgepasst. Okay. Ja, Mana aufbrauchen. Definitiv Mana aufbrauchen. Yeah. Komm mal her. Bam. Ah, jetzt habe ich verteidigen gemacht. Mein Fehler. Ja, und jetzt dürfen wir auch rasten. Komm, einmal rasten. Die Gruppe hat 8 Stunden lang gerastet. Jetzt haben wir Malda. 16. Tag. Okay. Immer noch Sonnenblüte. Sonnenblüte wird also der Monat sein. Also Ashtar, dann kommt Malda. Haben wir schon mal 2 Tage rausgefunden. Nicht schlecht. Quicksave, ja. Warum nicht? Was läuft flüssiger als jedes Gedicht? Fällt gerne und kann nicht klettern. Ein Wasserfall? That won't work. Hm, nochmal. Was läuft flüssiger als jedes Gedicht? Fällt gerne und kann nicht klettern. Regen. Think again. Ja, think again. Was ist das? Was läuft flüssiger als jedes Gedicht? Fällt gerne und kann nicht klettern. Vielleicht Schnee? Ich weiß nicht, irgendwas. That won't work. Okay, wissen wir noch nicht. Finden wir vielleicht noch raus. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen Hinweis darauf. Oder ihr könnt es mir mitteilen. Interagieren. Ihr lest die Inschrift. Yes! Hier sind die Hinweise, die ihr bisher gesammelt habt. Eure Reise beginnt vor den Toren von Seehaven. Jetzt geht 9 Schritte in Richtung grausames Meer. Aha. In Richtung grausames Meer 9 Schritte. Also das ist für die Schatzsuche. Das wundert mich jetzt. Vielleicht einfach nur Wasser. Ah, crappy. Wo ich gerade mich das mit Meer gelesen habe, habe ich gedacht, okay. Silberring, ein Eisenhelm. Ja, was wir auf jeden Fall verkaufen werden. Kann nicht schaden, das zu haben. Können wir nicht rein? Doch, können wir. Da ist eine weitere Truhe. Sehr schön. Und ein Dolch. Ja, das ärgert mich, dass bei ihr jetzt Körperkraft hochgemacht, weil ich dachte, das würde auch gleichzeitig den Fernkampfschaden erhöhen. Und das tut's leider nicht. Eine Statue. Meditieren. Die Gruppe fühlt sich gesegnet. Gruppenlied erhalten plus 10 Glück. Okay, das markieren wir uns mal wieder. Schrein. Doppelpunkt. Also, Glück plus 10. Dankeschön. Hervorragend! Ah, das finde ich herrlich, dass die solche Karten eingeführt haben. Halt, nein, keine Kartennotiz. Was ist das für ein Punkt? Das waren Tele, ne? Ah, genau. Teleporter? Fragezeichen. Nicht ohne. Was war das? Elras? Elras Segen. Annehmen. Ich glaube, das war Elras Segen. Imperialer Wächter. Da können wir auch nochmal eine Notiz zuschreiben. Lässt. Und. Ah ne, Imperialer Wächter war der Dungeon, oder? Ah ne, das war der Dungeon und das war der Wächter. Lässt uns nicht. Ups. Nicht passieren über die Brücke. So. Annehmen. Sehr schön. Da konnten wir einfach durch. Hier war eine Truhe, die haben wir aber geplündert. Können wir nochmal beischreiben. Truhe geplündert. Rätseltruhe. Hätte ich vielleicht beischreiben sollen. Ja, genau. Rätseltruhe. Geplündert. Und ich hatte da hinten noch einen Obelisken. Obelisk. Oder?
Oder? Doch, da war noch ein Obelisk. Wieso ist der nicht angezeigt, aber der wird angezeigt? Nee, das hat er gar nicht. Der hier hinten war der irgendwo. Okay. Was haben wir noch hier? Da hinten sind wieder Gegner. Was ist das? Gehen wir mal was hier rüber. Hallihallöchen. Oh oh, enemies ahead. Enemies ganz nah. Okay, so ist nicht schlecht. Einmal Zauber. Einmal zurückstoßen. Oh. Der Kampf. Boah, 44, nice. Ja, machen wir euch mal ein bisschen runter. Oh, widerstanden einer. Und Fernkampf. Und wieder zurückstoßen. Und Fernkampf. Allmählich läuft's, ne? Es läuft, das Spiel. Allmählich nimmt die Truppe was an Fahrt an. Anfangs ein bisschen verskillt, dadurch ist es was schwieriger geworden. Eine Truhe. Ah, jede Menge Gold. Sehr schön. Können wir hier durch? Nein. Ah, hier, da waren da. Die, an denen war ich kaputt gegangen das letzte Mal, ne? Sollen wir es einfach mal versuchen? Sollten wir vielleicht mehr Stärke haben, oder? Sollten wir nochmal resten für. Ja, machen wir auch. Malda immer noch. Okay. Schreckgespenster. Ha! Wir tun gegen Gedankenmanipulation, Gift und Qual. Aber nicht gegen Feuer. Boah. Die sind zu stark. Die sind einfach zu stark. Ich glaube, die kann ich wieder vergessen. Ich darf hier noch nicht hin. Nee, das kann ich vergessen. F9. Wirklich laden. Ja, aktuellen Spielstand laden. Habe ich gespeichert? Ach du Scheiße. Habe ich gespeichert? Ich habe einfach gesagt laden. Ich bin doof. Nein, bitte nicht. Wenn dem so sein sollte, werde ich natürlich einfach da... Ah ne, ich stehe direkt davor. Sehr gut, ich habe gespeichert. Clever, Chojin. Hast du mal was richtig gemacht? Da dürfen wir noch nicht hin. Die Gegner sind viel zu stark. Und die sind hier. Übelst starke Gegner. Das soll uns dann wohl zeigen, halt, hier noch nicht hingehen. Und wir erkunden weiter die Gegend. Ich würde sagen, ich klappe jetzt mal diesen großen Bereich. Aber wir können da hinten schauen. Ist da irgendwie was? Nee, da ist nämlich auch nichts mehr. Diesen kompletten Bereich hier, den werde ich jetzt mal abklappern. Das wird wohl einen ganzen Tag oder zwei dauern in dem Spiel. Und das mache ich ohne euch. Bis gleich, euer Chojin.